Guten Morgen, meine Lieben. Na, hat euch das gefallen? War überhaupt nicht gestellt, oder? Ihr wart schon hier in meinem Badezimmerschrank und habt gewartet, dass ich euch begrüße. Ja, Spaß beiseite. Hallo, meine Lieben. Heute ist Samstag, Vormittag. Bin gerade hier am Herumwuseln. Wir haben schon gefrühstückt. Die Kinder haben schon gefrühstückt. Wir haben schon gefrühstückt. Und jetzt mache ich mich gerade fertig. Ich habe mir eine hübsche Bluse angezogen. Ich zeige euch dann auch das komplette Outfit. Aber ich muss mich jetzt erstmal schminken. Also ich habe jetzt Haare gewaschen und schön gebürstet, geföhnt. Also geföhnt. Was rede ich da? Auf jeden Fall muss ich mich jetzt schminken. Heute ist Samstag. Und ich bin heute auf einem Event. Praxis Day nennt sich das. Und da werde ich euch ein bisschen mitnehmen. Der Papa, der wird in der Zwischenzeit mit den Kindern auf den Spielplatz gehen. Und wir fahren gleich gemeinsam hin, weil das ist Event, wo ich bin. Es ist in einem Hotel in Wien, im zweiten Bezirk, glaube ich. Ja. Und ja, da werde ich euch auf jeden Fall ein bisschen mitnehmen. Während ich mich ein bisschen schminke, habe ich mir gedacht, erzähle ich euch, was das Event hier dort, wo ich heute sein werde, betrifft oder was das ungefähr sein wird. Ja, auf jeden Fall bin ich heute bei einem Event von dem Business, den ich gerade mache. Also seit ungefähr, ich glaube 1,5 Monaten circa mache ich das. Oder einen Monat. Ja, ein bisschen was über einen Monat. Und das handelt sich dabei um ein Network-Marketing-Business, damit die Leute sich auskennen. Also für Leute, die eventuell nicht wissen, was Network-Marketing ist. Network-Marketing bitte nicht verwechseln mit Schneeballsystem. Ich höre das nicht mehr so oft. Früher habe ich das uroft gehört. Da haben die Leute gesagt, boah, das ist Schneeballsystem, das ist Betrug, das ist illegal. Ja, Schneeballsystem ist tatsächlich etwas, was illegal ist. Aber hallo, wir leben in Österreich und Deutschland, viele erfolgreiche Networker, Amerika und weiß ich nicht was. Und das ist tatsächlich nicht illegal. Also Network-Marketing ist nicht illegal. Das, was ich mache, ist nicht illegal. Das ist auf jeden Fall ein legales Business. Ich zahle dafür meine Steuern und es ist alles, wie gesagt, ganz offiziell. Ich glaube, viele haben immer so ein bisschen... Ja, die hören halt immer was und dann prägt sich das in den Kopf hinein und dann plappern sie es anderen nach, wobei sie gar nicht mal wissen, was das genau ist. Auf jeden Fall, Network Marketing ist ein Business, mit dem man als Quereinsteiger, als Mensch, der keine großartige Ausbildung, egal welcher Ethnie, welcher Religion man dazu gehört, das kann einfach jeder machen. Ja? Das ist einfach so ein tolles Business, wo auch jeder damit Geld verdienen kann. Und nicht nur ein bisschen, sondern wirklich auch viel Geld. Und das ist das Tolle dran. Super, mein Schatz. Sehr schön, dass die angezogen sind. Alle sind dann angezogen. Ja, fein. Und mit Network Marketing funktioniert einfach so. Man hat hier einfach ein Produkt, das super gut super toll ist, zum Beispiel auch Hühler ist ja auch Network Market, Tupperware, das sind so die gängigsten, die meisten halt Leute jetzt kennen. Und es gibt jetzt eine neue Firma, also neu, sag ich mal so, seit einem Jahr ist es hier in Österreich, Deutschland mehr oder weniger bekannt, also noch sehr, sehr neu. Es gibt noch sehr, sehr wenig Vertriebspartner dazu, weil es ein Jahr ist halt echt wenig. Und diese Firma, mit der ich da zusammenarbeite, heißt Chogan. Chogan vertreibt in erster Linie Parfums. Das ist eine Firma aus Italien und hier in Österreich und Deutschland, also im deutschsprachigen Raum, kennt man es erst seit einem Jahr. Deswegen gibt es auch diesbezüglich noch ganz wenig Berater und es ist einfach ein tolles Business, in dem man aktuell einsteigen kann, weil noch es nicht so viele Leute kennen. Das Besondere dann ist, sie vertreiben Parfums und das sind Original-Parfums, also Originaldüfte. Weil viele fragen immer, ist das fake oder ist das, wie ist das dann? Sind das ja nachgemachte oder Dupes? Und da sage ich euch eins dazu. Diese Düfte, die man so kauft, die man kennt, Chanel, Tom Ford, also die ganzen Marken, die es dann auch so gibt, die Parfums da drinnen, diese Flüssigkeit, auf die haben die Marken kein Patent, sondern nur auf den Flakon. Das heißt, sie alle, genauso wie Chogan, genauso wie Tom Ford, Chanel, Louis Vuitton, alle kaufen ihre Düfte bei einer Firma, die nennt sich Fragworld. Und diese Firma Fragworld verkauft dann alle dieselben Duftessenzen, ja. Dann gibt es zum Beispiel Eau de Parfum, das kennen ja viele. In einem Eau de Parfum sind halt, ja, ein Prozentanteil an Duftessenz, dann Alkohol und Wasser. Bei Chogan ist das so, die machen doppelt so viel Duftessenz rein, also 30%, gar kein Wasser und pflanzlichen Alkohol. Also super, super, super toll. Die Produkte sind auch alle bio und vegan, also tierversuchsfrei sowieso und ja, einfach richtig toll. Und man zahlt für ein Parfum
viel, viel weniger mit dem Original-Flakon im Geschäft kauft. Also bei Douglas oder bei Marie Eno, also in einer Parfümerie. Und die Düfte riechen aber genau gleich, aber es ja eine Originaldüfte sind. Und das Einzige ist, der Flakon ist halt anders, weiß nicht der. Und man zahlt einfach ein Drittel weniger, ein Viertel weniger. Also ihr könnt gerne bei mir im Online-Shop vorbeischauen, wenn euch das interessiert. Schaut einmal und gebt euer Lieblingsparfümnamen in die Suche bei mir ein. Und da könnt ihr dann sehen, ob euer Lieblingsparfüm dabei ist. Ich habe für die Michelle das Alien Parfüm bestellt. Das nutzt die Michelle. Dann für den Papa habe ich von Dior das Sauvage. Für Patrick 1 Million Paco Rabanne. Ich nutze Luxury Parfums von Tom Ford, Lost Sherry, von Killian. Richtig krasse Parfums. Diese Parfums, die ich nutze, die kosten in der Parfümerie 300 bis 400 Euro. Ist das nicht einfach krass? Und ich zahle dafür einfach ein sehr, 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 sehr kleinen Teil. Ja, und ich mache nicht nur diesen Vertrieb mit den Parfums, dass ich jetzt Parfums verkaufe und Bodylotions. Nein, zeitgleich begleite auch andere Frauen in ihrer Selbstständigkeit. Also andere Mädels, Frauen, die sagen, ja, sie wollen sich auf jeden Fall was dazu verdienen. Denen zeige ich einfach, wie das funktioniert, auch im Bereich Social Media, auf Instagram. Nicht nur, aber auch unter anderem gibt es hier auch Mental, wie soll man sagen, ja, Persönlichkeitsentwicklungssteigerungen, also ja, ich nehme da Leute, Frauen, Männer, wer auch immer Lust da hat, an die Hand und zeige ihnen, wie das geht. Mein Team besteht zurzeit aktuell aus 12 Menschen, also das macht mich schon sehr, sehr stolz. In kürzester Zeit haben sich so viele Menschen dazu entschlossen, also sich von mir begleiten zu lassen, sich von mir unterstützen zu lassen. Und ja, das ist so ein ganz kurzer Ausschnitt, wenn ihr darüber mehr wissen wollt, könnt mir ja gerne, wenn ihr Fragen habt, sie unten in die Kommentare schreiben und ja, ich werde sie mal beantworten in einem Video. Heute nehme ich euch auf jeden Fall zu dem Event mit und falls ihr sowieso Interesse habt, euch selbst was dazu zu verdienen, ich kann euch gerne zeigen, wie die Verdienstmöglichkeiten sind, was man dafür tun kann, weil dahergeflogen kommt nichts, das sage ich auch immer allen Menschen, also ihr müsst jetzt nicht glauben, ja, dass ihr einfach jetzt ins Business einsteigt und ja, jetzt läuft halt, sondern man muss halt auch was dafür tun, ne? So wie in jedem Job, man muss was dafür tun, nur hier kann man sich auch in einem kurzen Zeitraum, sagen wir mal 1 bis 3 Monate, wenn man sagt, ja, 500 Euro möchte dazu verdienen, ist das eine realistische Aussage. Oder man sagt, ich möchte richtig Vollgas geben, dann kann ich euch sagen, in einem Jahr gibt es dann bestimmt auch ganz, ganz große Beträge. Also meldet euch, falls ihr, wie gesagt, mehr Fragen habt oder mehr Infos braucht. In der Infobox schreibe ich euch meine E-Mail-Adresse rein, da könnt ihr mir persönlich schreiben, wenn ihr interessiert seid, meine Lieben. So, ich werde mich jetzt auf jeden Fall ganz schnell alleine noch fertig schminken, ein bisschen Wimperndusche, ein bisschen Lidschatten und bis gleich. Ich bin fertig. Eigentlich wollte ich euch ja so einen Sub machen und zeigen, aber ich habe vergessen, es zu Hause zu drehen. Ist mir das eingefallen jetzt im Auto. Wie ihr seht, fahre ich Mutti-like zu einem Event. Hey. Zwischen den zwei Kleinen, hinten den Kinderwagen. Ja, ich habe ja erzählt, dass Papa auch zum Spielplatz fährt. Deswegen nutzen wir das einfach, um ein bisschen Benzin zu sparen und fahren mit einem Auto. Das wäre ja irgendwie eh schwachsinnig. Ja, da hinten ist die kleine Lara, Philipp und Luisa. Mauern sie zahlen. Ja, hier ist die Michelle. Und hier ist der Papa. So schön aus. Genau. Und Philipp. Und Philipp. Mein Outfit habe ich euch noch gar nicht gezeigt, aber zeige ich euch später, wenn ich aussteige. Und dann zeige ich euch mein Outfit, weil ich habe richtig coole Schuhe an. Ich wollte den Zuschauern mein Auto zeigen, aber es geht im Auto jetzt sowieso nicht. Deswegen wollte ich nur kurz meine Schuhe in die Kamera halten. Was ist? So, die Mama ist schon ausgestiegen und verlässt uns für ein paar Stunden. Tschüss. Pass auf dich auf, Mama. Ich nehme euch hier sowieso mit. Uns auch? Ja? Uns auch. Ihr könnt dann das Video anschauen. Okay. Tschüss. 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 So, wir gehen zum Spielplatz, oder? Ja, ist eine lange Fahrt. Na, das ist auch nicht mehr lang. Aber guck mal, da ist eine Eiswaffel mit ein bisschen Erdbeergeschmack. Aber das darf ich nicht. Die Blasen. Ja, die Menschen sind einfach... Ich sag nichts. Aber das sind keine Enten, gell? Wenn die schmutzig ist, dann essen die auch keine. Nein, ich glaube nicht, deswegen sind sie nicht da. Ich glaube, das sind die Enten. Nein, ich glaube nicht. Aber eine ganz gute. Ja, meine Lieben, wir sind jetzt am Spielplatz. Die Michelle ist schon eine Runde mit dem Skateboard gefahren, weil sie geht nicht mit uns am Spielplatz. Und ja, und wir gehen jetzt am Spielplatz. Also ich, Lara und Luisa. Natürlich der kleine Philipp ist auch da. Im Kinderwagen, der schläft noch. Nein.
Ist er schon wach? Na, schauen wir mal. Ah ja, der ist schon wach. Ich freue mich auf diesen Tag. Heute ist wirklich so schön. Die Sonne scheint. Echt cool. Ja, die Mama ist auf diesem Event, wo sie vorher erwähnt hat. Sie nimmt natürlich euch mit. Hi. Das ist meine liebe Marina. Sie hat mich ins Business geholt. Sie hat sie ein bisschen in den Blog über mein genau. Business. Genau. Kennen uns aus Instagram. Und jetzt geht's los. Ja, na dann gehen wir. Nicht zu nah gehen, gell? Oh, das Baby schwanger, du siehst so aus. Und so flauschig. Ich hätte dich gerne mit zum Schlafen nehmen. Sieht ja riesig aus. Tschüss. Tschüss, Familie. Jetzt ist kleine Pause und ich werde mir jetzt etwas zum Essen holen. Noch einen Teller. Kannst du mir einen Teller geben von unten, weil hier gibt es keine. Ich dachte, hier gibt es auch nicht. Das ist sehr lieb, danke schön. Ihr könnt hier meine Kamera sehen. So, jetzt habe ich einen Teller und werde mir einen Snack holen. Marina ist auch hier mit mir. Was ist das? Eine Kamera. Wir machen ein YouTube-Video. Ja. Ich mache ein YouTube-Video nicht mit Bomben. Sie sind wie Bomben. Sie sprengt dann wie heute wieder mit Snack. Ja, schmeckt. Hast du nicht gefrühstückt? Mhm. Hat ja einen kalten Kaffee. Ja, macht schön, sagt man ja, oder? Ja, ich habe meine Kinder noch fertig gemacht, weil mein Mann hat sie zu meiner Mama gebracht. Okay. Und dann ist sie gar nichts ausgegangen. Kenn ich. Aber. Ich habe gesagt, ich muss essen, weil ich habe so einen schlechten Traum. Es ist dir, deswegen habe ich schon gefrühstückt, deswegen bin ich nicht so krass hungrig. Aber wir gönnen uns einfach die Pause, werden ein bisschen labern. Und mein Lieben, ich melde mich bei euch dann einfach später. So Kinder, jetzt gehen wir am Spielplatz. Gell? Haben wir schon die Schwäne gesehen, die Enten haben wir auch schon gesehen. Tschüss Babyenten, die gehen am Spielplatz. Heute ist wirklich so ein schöner Tag, die Sonne scheint. Es ist einfach unglaublich. Ach Gott. Ich liebe Sommer, ich habe Sommer vermisst. Kinder, wo wollt ihr hin? Die erste Pause und du hast schon Hunger, oder? Und Cabanossen. Ja, das ist. Also bei uns ist es immer so, wenn wir von zu Hause etwas mitnehmen. Also wir machen immer so eigentlich, wenn wir am Spielplatz gehen und wir bleiben dort ein paar Stunden, nehmen wir von zu Hause immer was mit. Sprich trinken und lesen und so weiter. Und jedes Mal, wenn wir da sind, kurz danach, haben alle Hunger. Ich habe Angst, ganz alleine runterzugehen. Hast du auch schon Hunger, Lara? Ich habe schon Durst. Durst? Machst du auch Himbeere? Wir haben von zu Hause Himbeere, Blaubeeren, Nektarinen, ja. Äpfel haben wir auch von zu Hause mitgenommen, zwei Flaschen Mineralwasser, Cabanossi und ganz wichtig, vier Lollipops. Das darf nicht fehlen. Die Lollipops sind hier für die Trotzphasen. Falls die Kinder streiten oder weinen oder irgendwas, dann gibt es einen Lollipop, damit es wieder gut wird. Lisa, magst du auch was? Trinken oder essen? Himbeere, Blaubeeren? Trinken. Mineralwasser ist auch da. Ja, du bekommst natürlich auch. Bitte schön. Ja, warum?
So. Nein. Machst du Cabanossi oder machst du Himbeere? Nein, keine Cabanossi. Eine Paprika habe ich auch noch mitgenommen. Machst du? Ist scharf? Nein. Ah, da ist eine Flasche. Die schmeckt so gut. Philipp, ich schmeckt nicht gut. Wir haben jetzt Kaffeepause, meine Lieben, hier mit den Boss Ladies und The Diamond. Ich heiße übrigens auf YouTube Diana Diamanta. Ich habe es mir schon gedacht, das muss irgendwann sein. Habe ich zu dir gesagt, das ist ein Zeichen, das ist mein Business. Ich werde Diamant. Du wirst die Diamond. Ich werde, ja, obviously Diamond. Wir haben jetzt gerade unsere Pause und dann geht es weiter. Wir sind gerade im Learning und lernen ganz, ganz, ganz viel. Ja, da kann ich mich jetzt nicht direkt mitnehmen, das ist eher nur für Partner, aber wie gesagt, falls ihr mehr darüber wissen wollt, dann meldet euch. Hey ihr Lieben, es ist schon 17 Uhr und wir sind noch immer im Spielplatz. Philipp ist auch da. Hallo. Upsala. Kleine Maus. Ja, die Mama ist noch nicht fertig. Wir werden noch, glaube ich, so circa eine Stunde oder so bleiben. Dann holen wir die Mama ab und fahren wir dann nach Hause. So, meine Lieben, Event ist fertig. Es war wirklich wunderschön. Ich konnte mich wieder mit ganz viel Energie aufladen, konnte mich berieseln lassen von den Stories der anderen. Und es war wirklich ein, ja, wie immer, es ist wie immer wirklich sehr, sehr schön dabei zu sein. Jetzt warte ich auf den Papa, der ja heute sich einen schönen Tag gemacht hat mit den Kindern am Spielplatz und der holt mich gleich ab. Ich muss mal gucken, er hat geschrieben, er ist auf jeden Fall gleich da. Ich warte hier auf ihn und ja, zu Hause, wenn ich dann bin, erzähle ich euch ein bisschen noch was dazu, zu dem ganzen Business, was ich da mache, was ich da überhaupt mache und ja, versuche euch natürlich mit meiner Energie, die ich mir hier geholt habe, auch berieseln zu lassen. Es ist wirklich ein wunderschönes Business, wo man mit Menschen zusammenarbeitet, die einfach dasselbe Bild vor Augen haben, eine selbe Vision und das macht mir einfach unfassbar, wirklich so viel Spaß, es ist unglaublich. Deswegen ja, werde ich euch, wie gesagt, zu Hause noch mal ein bisschen was zeigen von den Produkten, die wir so vertreiben. Und jeder, der gerne auch mit mir, also begleitet von mir in meinem Team dabei sein möchte, kann mir natürlich gerne schreiben, eine E-Mail und hier runter in die Kommentare gerne. Ich werde mich natürlich bei allen melden. Aber jetzt warten wir mal. Ah, da ist er ja schon. Der Papa! Yeah. Meine Family! Wir sind jetzt bei unserem Lieblingschinesen stehen geblieben und haben uns was zum Essen geholt, weil der kocht immer gut. Ja. Jetzt kommen wir so spät am Abend zurück und dann hat keiner mehr Lust zu kochen. Ja, der Party hat eigentlich nichts gekocht heute. Oh, schade. Wir kommen nach Hause und wir sind mega hungrig. Aber jetzt haben wir uns was vom Chinesen geholt, nur wir und du auch Chinesen? Die Michelle was vom Türken. Also sie hat sich ein Dürüm. Jetzt warten wir, bis das Essen fertig ist. So, wir sind zu Hause, meine Lieben. Patrick ist auch hier, wie ihr sehen könnt. Und wir essen jetzt gleich. Und Patrick, kommst du recht mit der Schüssel?
Patrick musste nämlich seine Nudelbox opfern, weil die zwei Mädels zum Streiten begonnen haben, wer aus der Box ist. Die Michelle hat schon ihr Dürüm gegessen, deswegen ist sie jetzt nicht mit uns. Ich habe hier diese Sushi, das ist Crispy Rolls. Ich habe auch noch Edamame genommen und diese Gyozas. Ich glaube, die werde ich zuerst essen. Der Philipp attackiert euer Essen, oder was? So, meine Lieben, wir haben jetzt gegessen. Die Kinder sind jetzt in der Wanne. Der Papa ist jetzt auch bei ihnen kurz, passt auf sie auf. Weil ich wollte euch ja noch zeigen, welche Produkte wir hier so vertreiben mit Jogan. Die Leute, die vielleicht schon in unserem Online-Shop gestöbert haben oder die Leute, die mir auf Instagram folgen, die wissen das schon längst. Ich mache das ja schon jetzt seit ein bisschen was über einen Monat und ich liebe es. Und die Leute, die bei mir schon bestellt haben, die lieben die Parfums. Also da bin ich auf jeden Fall sehr happy darüber, dass es auch bei euch so gut ankommt. Und wenn ihr es noch nicht kennt, dann könnt ihr gerne bei mir unten in der Infobox mal vorbeischauen. Da ist mein Online-Shop verlinkt. Dort findet ihr zu den Planern, die ich ja sonst verkaufe. Ihr wisst ja, ich mache ja so Planer, auch so Notizblöcke mit To-Do-Listen, Einkaufslisten, Tagesplaner, Wochenplaner. Außerdem habe ich auch noch wunderschönen Schmuck, den auch ich selbst trage. Das ist übrigens ein Schmuck, mit dem man auch duschen gehen kann, schlafen gehen kann. Das hat jetzt aber jetzt nichts mit Joggen zu tun, sondern diese Sachen findet ihr alle in meinem Online-Shop. Schmuck. Meine Planer, die ich ja sowieso habe. Ich bin ja Designerin. Viele wissen das, glaube ich, gar nicht. Ich bin ja gelernte Grafikdesignerin. Ich war vor YouTube damit selbstständig und habe für andere Firmen Logos, Design, Webseiten, Print-Sachen, Visitenkarten, Flyer, dies, das habe ich alles gemacht. Und dann habe ich halt in der Schwangerschaft mit der Lara mit YouTube begonnen und so weiter. Ist halt Instagram dazugekommen. Ja, das ist halt so mein Beruf. Und das mache ich halt, das vertreibe ich in meinem Online-Shop. Zusätzlich mache ich aber jetzt kurz einen Jogan. Und ich habe euch ja am Vormittag erzählt, dass Jogan hauptsächlich Parfums halt hat. Das ist halt das Markenzeichen von denen, Parfums, die einfach original sind. Also das sind keine Fakes drinnen, keine Dupes oder sonst irgendwas, keine nachgemachten Sachen, sondern da drinnen in diesem Flakon ist ein Originalduft, so wie ihr ihn kennt. In meinem Onlineshop könnt ihr einfach zum Beispiel, sagen wir mal, euer Lieblingsparfum ist von Tom Ford Lost Sherry eingeben. Ja, dann sucht ihr Tom Ford Lost Sherry. Der kostet ein Parfum, so 100 Milliliter, 300 Euro. Ja, in einer Parfümerie. Bei mir bekommt ihr das, ich darf veröffentliche die Preise nicht mehr, aber sie sind kein Geheimnis. Klickt einfach bei mir unten im Online-Shop, dann seht ihr die Preise. Auf jeden Fall ein Sechstel ungefähr. Also wer jetzt gut im Kopf rechnen ist, kann sich das jetzt ausrechnen. Wer nicht gut im Kopf rechnen ist, kann auf jeden Fall gerne bei mir im Online-Shop vorbeischauen. Das ist, ja, unter anderem schauen die Flakons so aus. Das ist mein Lieblingsparfum. Das ist wirklich mein absolutes Lieblingsparfum. Baccarat Rouge. Einfach, dieser Duft ist einfach... Ich weiß nicht, das riecht so gut, man fühlt sich so sexy, wenn man den drauf hat, einfach so gut, gibt einfach so eine gute Stimmung. Ja, das ist mein Parfum, ich sag's, ich liebe das, ich kannte das davor gar nicht, aber das scheint angeblich sehr beliebt zu sein und es riecht auch wirklich sehr, sehr gut. Dann ist das auch mitunter mein zweitliebstes Parfum, Herba Pura, das riecht auch fantastisch gut. Also schaut gerne bei mir im Onlineshop vorbei, meine Lieben, diese Düfte sind wirklich ein Traum. Und die Leute, die sagen, ich möchte mal wissen, wie riechen denn die Parfums, bevor ich mir das sowas kaufe, ich zeige euch da was, weil ich bin natürlich als Vertriebspartnerin, habe ich einen Duftkoffer, das bedeutet, ich darf auch Duftpartys machen, also ich darf machen, was ich will. Ich kann Produkte so vorstellen, wie ich möchte. Das ist jetzt keine Kooperation, das heißt, ich werde dafür jetzt nicht bezahlt, sondern das ist einfach mein Unternehmen und ich kann damit einfach, ja, Duftpartys machen, Leute einladen und da habe ich dann diesen Koffer. Und wenn ihr zum Beispiel auch einsteigen möchtet, bekommt ihr auch diesen Koffer. Den müsst ihr euch selber kaufen natürlich, also man muss ein bisschen investieren, aber ca. 120 Euro ist es. Man kauft sich diesen Koffer, der kostet ca. 100 Euro und zwei Düfte. Und schon ist man dabei. Also wirklich keine große Sache. Schreibt mir gerne, wie gesagt, wenn ihr interessiert seid, dann kann ich euch das Ganze nochmal genau erklären. Und hier habe ich 130 Düfte. Unter anderem habe ich mir auch Raumdüfte hier reingemacht. Also die ganz schwarzen, das sind Raumdüfte. Man kann nämlich auch bei uns Raumduft bestellen, falls man das möchte. Und das sind halt die dazugehörigen Duftproben. Und das ist mein Arbeitsutensil. Ich verkaufe im Onlineshop auch einzelne Fläschchen. Also einzelne, das sind keine Flaschen in dem Sinne, sondern das sind so Sprüher. Kennt man, glaube ich, gut, oder? Einfach so
und dann kann man halt dran riechen. Ich liebe das einfach. Es macht mir einfach so unnormal Spaß, abgesehen davon, dass ich selbst Geld damit verdiene, darf ich natürlich auch anderen Frauen zeigen, wie es funktioniert und wie sie selbst Geld damit verdienen. Und das, muss ich ganz ehrlich sagen, das macht mir am meisten Spaß. Das ist wirklich das ist immer das Geilste dran. Unter anderem haben wir aber auch Duschgele. Es gibt nämlich zu jedem Duft, also jedes Parfum, was im Onlineshop ist, auch das passende Duschgel dazu. Ich habe hier 1 Million Paca Rabanne für Männer. Das ist Patricks Duschgel. Der hat nämlich diesen Duft dazu. Und dann zusätzlich dazu gibt es dann auch die duftende Körpercreme. Und da gibt es wirklich, ihr müsst einfach nur euer Lieblingsparfum bei mir in den Onlineshop reingeben, die Suche nach den Namen und dann kommt alles Mögliche. Also duftende Körpercreme, Bodylotion kann man auch dazu sagen. Oder die Duschgel, also wirklich toll. Und abgesehen davon habe ich ja noch mal was Tolles. Nämlich zur Creme, wer jetzt nicht so gern Creme mag, kann sich auch ein duftendes Süßmandelöl holen. Und da gibt es auch Duftnuancen dazu. Also die sind auch wieder mit Duftnuancen, genauso wie Deos, also mit diesen beliebten Duftparfum-Nuancen, die ihr halt auch kennt. Und es ist auch wirklich super pflegende Öle, es gibt ätherische Öle. Wir haben richtige krasse Produkte. Wer interessiert ist, dem kann ich gerne auch natürlich unseren Katalog zukommen lassen. Kostenlos und unverbindlich natürlich, um zu stöbern und zu gucken. Es gibt auch Supplements. Das interessiert mich auf jeden Fall auch krass. Haushaltsprodukte. Da wollte ich mir auch was also für Putzmittel holen. Dann gibt es auch noch den Öle-Katalog. Es gibt nämlich auch ganz viele tolle ätherische Öle, die eine super Qualität haben. Also alles Bio, man kann diese Öle auch verzehren. So gut sind die. Und Sonnenbrillen gibt es auch. Ja, jetzt habe ich euch gleich voll gelabert. Wie gesagt, falls ihr interessiert seid, dann meldet euch gerne bei mir. Wir können ein bisschen quatschen und ich kann euch das ganze Business noch ein bisschen genauer erklären, was da alles dahinter steckt. Ich werde jetzt auf jeden Fall gleich dem Papa helfen, bei den Kindern zu baden. Also die drei Kleinen sind in der Wanne. Und ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Vlog wieder und im nächsten Video. Danke. Bis zum nächsten Mal. Bye.